Herzlich willkommen, schönen guten Abend zur Auftaktveranstaltung des Welt-Tai-Chi-Qigong-Tages. Heute durchs Programm hat eingeladen, oder werde ich führen, aber eingeladen hat die Bundesvereinigung für Tai-Chi und Qigong. Wir starten heute ein bisschen mit der Vielfalt und mit der Vielfalt der Wolkenhände. Mein Name ist Ute Zahn, ich coache ganz viele Startups, Gründerinnen da und auch große Unternehmen, und ich profitiere total von diesen ganzen von Wissensrepertoire aus dem Tai Chi und Qigong und binde das immer ein. Und ich bin total dankbar, auch wirklich neue Sachen zu lernen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir auch heute wieder einiges für euch und für mich dabei haben. Herzlich willkommen, Daniel Grolle, in unserer Runde. Schön, dass ihr da seid. Ja, also Wolkenhände Nummer 4. Du wirst gleich nochmal für uns die Brücke zwischen Qigong und Tai Chi schlagen. Wo siehst du denn so ein bisschen das verbindende Element, oder wo, wie kann man uns das so vorstellen? Zwischen Tai Chi und Qigong, ich würde sagen, der Unterschied zwischen Tai Chi und Qigong ist nicht so groß, wie der Unterschied ist zwischen einem Tai Chi-Lehrer und dem anderen. Tai Chi ist ja eine Kampfkunst eigentlich und Qigong ist einfach eine Kultivierung von Qi. Man könnte aber sagen, dass Tai Chi auch eine Form von Qigong ist. Also es gibt da ein paar Merkmale zur Unterscheidung, aber ich glaube, die Gemeinsamkeiten sind größer als die Unterschiede. Und welchen Schwerpunkt hast du uns mitgebracht in deinen Übungen? Ich habe Elemente aus der Kampfkunst mitgebracht, also Kontaktübungen, wie kann man Kräfte aufnehmen, nach innen leiten, erden und wie kann man das dann in die Soloform übernehmen. Das heißt, ich habe so Elemente aus der Kampfkunst, die ich beim Tai Chi die Kunst der Begegnung nenne, also Elemente aus der Kampfkunst mit Elementen von Qi-Kultivierung verbunden. Ah, okay, spannend. Ich habe noch eine Frage. Du bist ja so Gründungsmitglied von der Bundesvereinigung für Tai Chi und Qigong. Wie kommt man denn auf so eine Idee, so einen Verein oder so einen Verband zu gründen? Ja, ich bin ja wie viele andere auch ein Schüler von Christel Proksch, meiner Tante. Und da war immer wieder die Frage, sollten wir nicht mal irgendwie ein Haus kaufen, wo wir dann alle miteinander üben können oder einen Verein gründen oder was ich was. Und dann gab es einen romantischen Moment, also, und diese Überlegung haben wir über Jahre gehabt. Und dann gab es einen romantischen Moment, wo ich mit einem kleinen Laptop auf einer Fensterbank gesessen habe und habe 10, wie soll man sagen, ja, Punkte von der Assoziation zur Förderung des Tai Chi formuliert. Und das habe ich dann ein paar anderen Leuten gezeigt. Dann sind wir damit zu Christel gegangen und die hat gleich am Anfang gesagt, macht ihr das mal ohne mich, aber nennt es Netzwerk. Und so kommt also der schöne Name Netzwerk von Christel. Und dann sind da viele andere noch dazu gekommen, die da mitgestrickt haben, bis zu dir zum Beispiel, Orte. Also echt spannend, wie das so sich so über die fast 35 Jahre lang so entwickelt hat. Also danke für die kleine Geschichte. Vielleicht noch für unsere Teilnehmer, wo finden wir dich? Ich habe eine Schule in Hamburg-Eimsbüttel, die schönste Stadt der Welt, kann man hier in den Zeitungen lesen. Und sonst gebe ich Ausbildungen und Workshops so hauptsächlich in Deutschland, selten mal draußen. Okay, vielen Dank, und dann würde ich einfach sagen, wir schauen rein und los geht's. Ja, fein. Moin, ich heiße Daniel Grolle, komme aus Hamburg, habe die Schule Tai Chi Spielen gegründet und möchte euch heute etwas von dem Qigong, also der Energiearbeit, und etwas aus dem Pushhand, also aus der Kampfkunst, zeigen und das zueinander bringen. Qigong klingt für Leute, die damit nicht so vertraut sind, ziemlich mystisch. In China ist Qigong was sehr Alltägliches. Ein Auto nennen die ein Qi-Qi. Das ist ein Wagen, der von Energie bewegt wird. Das ist also nichts Mystisches. Die Chinesen haben viele verschiedene Formen von Qi. Die wichtigste für die Chinesen ist das Qi des Essens. Deswegen will ich euch jetzt
Qigong erstmal über das Essen beibringen. Da ihr jetzt bei euch zu Hause seid und vielleicht nichts zu essen da habt, nehmen wir etwas Mentales. Also ich nehme ein Stück Brot mit Marmelade drauf. Ich habe einen kleinen Jungen, der macht sich immer so kleine, oder ich mache für ihn so Brote, die er sich dann im Mund stecken kann. So eins nimmst du mal auch bitte in die Hand. Also ein kleines Stück Marmeladenbrot und das führst du dir zum Mund. Machst den Mund auf, tust es da rein. Ich bin dankbar, wenn du das mitspielen magst, obwohl das so ein bisschen affig ist. Du wirst dann schon verstehen, worum es geht. Also dieses Brot ist Qi. Die Vorstellung von dem Brot ist auch schon Qi. Es ist ein bisschen andere Form von Qi. Und für dieses Qi gibt es einen Qigong-Punkt. Ihr kennt den Laogong-Punkt, ihr kennt, was ich, bei Hui Yong Chuan. Der Mund ist der Qigong-Punkt für das Marmeladenbrot. Da kann man sagen, haha, ja. Aber es ist wahr. Ja, das ist eine bestimmte Erscheinungsform von Qi und wir haben einen ganz bestimmten Punkt, der dafür der richtige ist. Kleine Kinder finden diesen Punkt noch nicht. Die laufen irgendwie daneben und müssen es erstmal üben, ein Gefühl für diese Art von Qi Punkt zu finden, der ihnen hilft, sich zu ernähren. Jetzt machen wir das mal, spielen wir mal wie die Kinder. Wir haben also wieder dieses Marmeladenbrot da. Du nimmst es langsam zum Mund und vielleicht merkst du dabei, dass der Speichelfluss in Gang kommt, dass du ein Gefühl hast, hier die Speiseröhre runter bis zum Magen. Das ist irgendwie befriedigend und noch so selbstverständlich, dass man denkt, warum müssen wir das üben? Jetzt kommt aber die entscheidende Veränderung. Du nimmst wieder dieses Qi-Brot, führst es auf den Mund zu und lenkst aber dann so daneben, dass es so an deine Backe käme. Und du merkst, sofort ändert sich nicht nur das Gefühl im Mund, sondern auch im Hals und runter bis zum Magen. Es fühlt sich falsch an, das Qi fließt nicht. Es ist eine Störung, eine Blockade, ein Irrläufer. Jetzt machen wir das nochmal und du führst es auf den Mund zu. Dann daran vorbei, dann wieder drauf zu und merkst jedes Mal, dass du erleben kannst, wie sich dein Gefühl von Qi-Fluss dabei verändert. Ja? Das kann eigentlich jeder und jetzt merkst du, du bist ein Qigong-fühliger Mensch, man könnte sagen ein Qigong-Meister oder sowas. Das heißt, du kannst Qi fühlen und zwar auf eine ganz banale, alltägliche Art und Weise. Das ist also der Qigong-Punkt Mund für das Qi der Ernährung mit Brot und Äpfeln und weiß ich, was du so isst. Es gibt aber auch andere Qigong-Punkte. Ich nehme jetzt mal das Herz. Mit dem Herz ernähren wir uns nicht mit Broten, also auch das Kind lernt ja nicht, dieses Marmeladenbrot aufs Herz zu schmieren. Aber auch Menschen, die nie mit Qigong zu tun hatten, legen ihre Hand aufs Herz, wenn sie gerührt sind. Sagen sie, oh, das ist ja schön. Oder sie sagen auch, das ist ja traurig. Ja, also das heißt, Emotionen und Liebe und die Verbindung zu Menschen geht über das Herz. Jetzt kannst du noch einmal mentales Qi mit der Hand aufnehmen, zu deinem Herz führen und merken, das fühlt sich ein bisschen ähnlich an wie das Brot zum Mund. So kannst du sagen, das Herz ist dein Herzmund für Emotionen. Du führst die Hand zum Herz und merkst, es ernährt dich. Da sind manche Menschen sehr fühlig und merken gleich, das fühlt sich so ein bisschen nach Tränen an, nicht nach Trauer unbedingt, sondern eher nach Rührung. Manche andere Leute sagen, ich merke gar nichts. Ja, das ist beim einen so, beim anderen so. Es lässt sich aber auf jeden Fall üben. Und Tai Chi und Qigong erfahrene Menschen sind damit vertraut. Ja, du nimmst also die Hand vor dein Herz und merkst, es ernährt dich. Es ernährt dich mit Liebesenergie oder Berührungsenergie oder Verbindungsenergie zu anderen Menschen. Okay, das ist jetzt mal so eine Skizze. Was ist Qigong? Und wir sind schon in der Nähe von den Wolkenhänden, denn es geht ja heute um die Wolkenhände. Bei den Wolkenhänden bewegen wir uns in etwa so, das ist in den verschiedenen Tai-Chi-Formen ein bisschen unterschiedlich. Kannst es einmal mit mir mitmachen. Ich drehe mich mal anders herum, dann ist es leichter, das mitzumachen. Du nimmst also einen Arm, der auf der gegenüberliegenden Seite steigt, vor dein Herz läuft, also dass die Hand schließlich vor dem Herzen steht. Und dann läufst du auf die andere Seite und dann merkst du, die andere Hand, die Diagonale ist da unten, steigt von hier, läuft hinaus in die Welt und kehrt zu deinem Herz zurück.
Machen wir nochmal. Die untere Hand wirfst du in die Welt hinaus, sammelst das Qi der Welt, führst es zu deinem Herz und von dort aus, komme ich gleich noch dazu. Also immer von unten in die Welt hinausgehen, das Qi, was du aus der Welt empfängst, dir zum Herzen führen. Das mache ich jetzt noch einmal dir zugewandt. Da ist es ein bisschen schwieriger, auch wenn du im Tai-Chi-Unterricht bist, kannst du ja besser die Übung mitmachen, wenn du hinter dem Schüler stehst. Aber die Bewegung ist ja einfach. Also, du nimmst eine Hand, führst sie in die Welt hinaus, wie vielleicht ein Fischer sein Fischernetz auswirft, um etwas zu sammeln, was in dieser Welt ist. Die Energie, die du da empfangen hast, sendest du dann zu deinem Herz aus, als könntest du mit dem Laogong-Punkt deiner Hand das Qi zum Herz führen. Ah, erinnere dich an das Rot zum Mund und hier die Hand zum Herz. Von da aus, das ist wieder wie bei der Ernährung mit dem Brot, wenn du es nämlich gegessen hast, schluckst du es runter und es sammelt sich unten in deiner Mitte in deinem Bauch und in dem Bauch verwandelt sich das. Es ist ja im Bauch irgendwann nicht mehr ein Brot, sondern es bist du dann selbst geworden. Und ebenso ist das mit diesem Qi. Du gehst mit der Hand hinaus in die Welt, sammelst das Qi der Welt, führst es in der Vorstellung deinem Herz zu, nimmst es in dich auf, nimmst es in deine Mitte und unten mit der unteren Hand könnte man sagen, hältst du dieses Qi dann, das bin ich. Ja? Es läuft hinaus zu dir in die Welt, nimmt dich auf zu mir, in mich hinein, sammelt dich in meine Mitte und da habe ich dich dann. Also ich bin du und wenn wir es neben voreinander machen würdest, bist du am Ende ich. Also hinaus in die Welt über dein Herz zu dir aufnehmen, es entlang der Mittellinie in dir sinken lassen und dann hast du es unten in der Hand. Das ist also eine einfache, wesentliche Qigong-Übung. Und das Qi, was du dann in dir hast, du hast die Welt bei dir, dann gehst du damit wieder neu in die Welt hinaus. Also das Ich, was ich jetzt bin, schicke ich wieder aus, der Welt zu begegnen, die Welt zu mir hin einzuladen, sie in mich aufzunehmen und sie dann bei mir zu haben. Damit verändere ich mich mit jeder dieser Begegnungsdurchläufe und ein bisschen ändert sich auch die Welt dadurch. Bis dahin ist das alles noch weitgehend Qigong. Jetzt kommen wir zu einem Kampfkunstanteil. Ich gehe in die Welt hinaus, um ein Marmeladenbrot zu nehmen und mir zuzuführen. Ich gehe aber ebenso in die Welt hinaus, um zum Beispiel einen Fauststoß zu empfangen. In anderen Kampfkünsten ist das so, es kommt ein Fauststoß auf dich zu, du blockst du ab und wehrst ihn ab und anschließend kommst du mit deinem Angriff. Beim Tai Chi wollen wir das so machen, wenn eine Energie auf dich zukommt und sagen wir mal eben einen Fauststoß, dann gehe ich dem entgegen, empfange ihn, sende ihn aus zu meinem Herzen, lass ihn in meiner Mittellinie sinken und habe ihn dann bei mir als meine eigene, sagen wir mal, als mein eigenes Bewegungspotenzial. Das heißt also, die Kraft, mit der ich angegriffen worden ist, sammelt sich in meinem Körper und ich habe sie dann unten in der unteren Hand als mein Potenzial. Von da aus kann alles Mögliche passieren, was entweder sehr schädlich ist für den Angreifer, es kann aber auch eher freundlich sein. Ich halte nicht so viel von diesen Anwendungen, wo man den anderen so zerstört. Jede Tai-Chi-Form beginnt mit dem Qi-Wirken und ich glaube, alle Tai-Chi-Formen, zumindest die, die ich kennengelernt habe, beginnen mit so einer Bewegung, wo der Arm in die Welt hinausgeht und eigentlich könnte man sagen, es beginnt mit den Wolkenhänden. Ja, also dieses, ich gehe in die Welt hinaus, empfange die Energie, nehme sie in meine Mitte und von dort aus passiert dann alles Mögliche. Damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, habe ich Janina gefragt, ob sie heute mal dabei sein kann, um einen Angriff zu simulieren. Hallo Janina. Hallo. Wärst du so nett und würdest mal mit der Hand eine Faust machen und auf mich zugehen, auf mein Herz, da ist irgendwo auch das Mikrofon, das willst du nicht treffen, und machst mal einen idealtypischen Angriff. Mach ihn mal ein bisschen doller, du gehst da drauf. Darf ich das nochmal machen? Also ich mache einen ruhigen, aber sehr konsequenten Angriff. Tata, ich gehe auf dein Herz und gehe da durch.
Das ist ein, sagen wir mal, ein dummer Angriff. Einfach sehr offensichtlich, klar. Mit dem lässt sich aber gut üben. Machst du das nochmal mit mir? Das Erste, was ich mache, ich sehe mal zu, tust du das überhaupt? Gehst du auf mich zu? Noch einmal bitte. Totom. Und ich würde gerne, dass du, wenn du mich angreifst, darf ich nochmal den Angriff machen, dass du dabei nicht zögerst, sondern, so wie das bei einem echten Schlag wäre, den wollen wir hier nicht auf die Bühne bringen, ba, 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 bam. Du gehst da einfach rein und durch. Machst du es nochmal bei mir? Es muss nicht doll sein, nur eben nicht gebremst. Okay, machst es nochmal langsamer. Wir kommen jetzt gleich zu dem, was wir eigentlich zeigen wollen. Noch ein letztes Mal. Ta, ta, ta. Es trifft mein Herz. Ich fall um. Das wolltest du mit deinem Angriff erreichen. Jetzt zeige ich die Wolkenhände dabei. Also nochmal langsam. Du kommst auf mich zu. Und mein Arm geht dir entgegen. Gehst du noch einmal zurück? Also was ihr seht, ich mache nicht, kommst du nochmal auf mich zu, dass ich das blocke und wegschlage, um es zu verhindern, sondern ich gehe dem entgegen, kommst du nochmal zu mir. Und in dem Moment, wo wir uns berühren, das könnt ihr, glaube ich, hier sehen, gehen wir nochmal ein bisschen näher an die Kamera, noch einmal du auf mich zu. In dem Moment, wo wir uns berühren, gehen wir in dieselbe Richtung wie zwei Zahnräder. Der Punkt, wo die sich berühren, sind sie mit demselben Tempo in dieselbe Richtung unterwegs. Dann überträgt sich die Kraft von dem treibenden Zahnrad auf das mitgenommene Zahnrad. Ja, also nochmal, du kommst auf mich zu, ich gehe dir entgegen und jetzt empfange ich die Energie, man könnte sagen über mein Herz, das ist so ein bisschen vereinfacht, wenn man meinen Arm mal sich wegdenkt und sich hier eine Art Kugel vorstellt und du triffst außen auf diese Kugel, dann ist das hier das Zentrum der Kugel und das läuft runter in den unteren, ja, in das untere Dantien und wäre hier unten in der Hand. Können wir ein paar Varianten mal zeigen, wie das kampftechnisch aussehen könnte. Es könnte zum Beispiel so aussehen. Eine von praktisch beliebig vielen Varianten nochmal. Es könnte aber auch so aussehen. Es könnte, machen wir es mal ein bisschen langsamer, damit man irgendwas sehen kann. Eine unfreundliche Variante wäre irgendeine Art von Schlag oder so. Ja? Nochmal eine freundliche Variante, auch langsam. Ich gehe dir entgegen, deine Kraft sammelt sich in meiner Mitte und ich gehe mit dir ein Stück spazieren, was ich sowieso am liebsten tue. Okay, ich glaube, zu der Kampfkunstanwendung haben wir hier genügend demonstriert. Vielen Dank. Du siehst also, mein Arm geht in die Welt hinaus, nimmt das Qi der Welt in sich auf. Mir fällt ein, ich hätte doch noch gerne eine wichtige Sache mit dir vorgemacht. Und dazu nehme ich mal etwas Attraktives aus meiner Tasche. Das ist mein Fahrradschlüssel. Ich habe ein sehr schönes, selbstgebautes Lastfahrrad. Das ist der Schlüssel dazu, ein tolles Ding. Also auch, sagen wir mal, eine Form von Qi. Ich gebe dir das mal. Und diese Übergabe sieht erstmal undramatisch aus. Ich will euch jetzt mal was zeigen, was mit dem Empfangen von Qi zu tun hat. Kannst du mir bitte diesen Schlüssel nochmal zurückgeben? Und du merkst, um ihn mir zurückzugeben, reicht es nicht, dass du ihn gibst. Ich muss ihn auch nehmen. Kannst du mir bitte nochmal geben? So ist es auch schwer, das zu nehmen. Ja? Die Übergabe klappt nicht. Und gibst es mir nochmal? Und da seht ihr, es passiert dasselbe, was wir eben bei der Kampfkunstanwendung hatten. Das ist die Energie, die wir übergeben wollen jetzt. Und der Punkt, wo die Übergabe stattfindet, sind wir am selben Ort, in derselben Richtung unterwegs, mit demselben Timing, dann ist es eine Selbstverständlichkeit. Hier ist mein Schlüssel, bitteschön. Ja, das funktioniert. Okay, also da ist nochmal aus einem ganz alltäglichen Zusammenhang deutlich, wie funktioniert die Übergabe von Energie. Jetzt nochmal zurück zu den Wolkenhänden. Der Arm fliegt in die Welt hinaus, empfängt das Qi der Welt, den Schlüssel, das Brot, den Fauststoß. Es läuft zum Herzen in der Mittellinie entlang nach unten und füllt dir die untere Hand. Von dort geht es wieder neu aus in die Welt hinaus, sammelt das Qi der Welt, sendet es aus zu dem Herzen, entlang der Mittellinie füllt dir die untere Hand. Ganz zum Schluss, Janina, vielleicht magst du noch mal auf die Bühne kommen, machen wir das gemeinsam vor. Ich laufe der Kamera zugewandt, das sieht besser aus. Und du laufst der Kamera abgewandt, so dass man
dass ihr es bei Janina mitmachen könnt. Es ist leicht, das mitzumachen, wenn du den Lehrer vor dir hast. Also wir beginnen mal bei den Wolkenhänden, die bewegen sich in unserer Form von rechts nach links. Also der untere Arm steigt, genau, nach außen, den Schritt zur Seite, Gewicht. Wir laufen es erstmal zusammen. Ja? Also, der Arm steigt, du sammelst das Qi, es sinkt entlang der Mittellinie, sammelt sich unten im Dantian, in deiner Mitte und in der unteren Hand. Dann nimmst du den Fuß heran. Von unten steigt der Arm wieder in den Raum hinaus, empfängt das Qi, sendet es zu deinem Herzen aus, sammelt sich unten im Bauch, Fuß, heran. Von unten in die Welt hinaus, sammelt sich das Qi in deinem Herz, fließt entlang der Mittellinie, ist unten in der unteren Hand und in deiner Mitte und du setzt den Fuß heran. Noch einmal, ein letztes Mal. Okay, und jetzt machen wir einen gemeinsamen Abschluss. Du lässt die Hände sinken. Wir bedanken uns beieinander. Und wir bedanken uns nochmal bei euch fürs Zuschauen und Mitspielen. Viel Spaß mit der Kampfkunst, mit dem Qi, mit den Wolkenhänden und mit dem Welt-Tai-Chi- und Qigong-Tag. Ciao. Ciao.